Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Alumni, liebe Freunde und Gäste unserer Unternehmerischen Hochschule, liebe Leserinnen und Leser der Tiroler Tageszeitung, liebe Zuseher von allen Medienpartnern, Stakeholder und ähnliches mehr. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind zu Gast bei uns zu unserem Online-Live-Talk. Und wir freuen uns besonders, dass wir einen, wir nennen das ja Distinguished Guest Series haben, einen Distinguished Guest, einen Hochkaräter, einen sogenannten Hochkaräter. Ich freue mich sehr, dich, lieber Benny Reich, bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, bei euch zu sein, lieber Andreas. Danke für die Einladung und ich freue mich, was wir jetzt dann sprechen werden, die nächste Stunde. Du hast es vorweggenommen, wir haben etwa eine Stunde Zeit. Und bevor wir dann direkt hineinspringen, darf ich ein paar Worte zum technischen Ablauf sagen. Ja, wir haben etwa insgesamt eine knappe Stunde zur Verfügung. Sie haben die im Vorfeld, liebes Publikum, schon die Möglichkeit gehabt, Fragen einzubringen. Ich habe die eine oder andere schon im Vorfeld bekommen. Die gehen per E-Mail an mich. Ich habe vor mir einen Schirm, ich sehe sie. Und jetzt ist aber ganz wichtig, Sie haben die Möglichkeit, Fragen vor allem auch während unseres kleinen Austausches einzubringen. Ich versuche, die Fragen bestmöglich unterzubringen. Oft schaffe ich alle, meistens schaffe oder fast immer schaffe ich die meisten. Und jedenfalls mein Bemühen habe ich da, darf ich Ihnen zusichern, sie dort einzubringen, wo immer es geht und wo es sinnvoll dazu passt. Also, und wo können Sie die Fragen einbringen? Die Fragen gehen bitte einfach an livetalk@mci.edu, also livetalk@mci.edu. Ich freue mich auf zahlreiche Beiträge. Ja, und damit kommen wir zu unserem Distinguished Guest, zu unserem Benny Reich. Lieber Benny, das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, worüber wir sprechen, ist das Thema Veränderung. Veränderung, die ja von vielen als Bedrohung, jedenfalls als unangenehm empfunden wird. Man macht ja gerne das, was man gewohnt ist, wo man sich daheim fühlt, womit man vertraut ist. Du hast dir als Thema genommen, Veränderung als Chance für Erfolg, vielleicht sogar als Voraussetzung für Erfolg. Ich glaube, du hast uns einen kleinen Intro, ein Video, ein kleines Intro-Video geschickt. Möchtest du damit starten? Gerne, ja. Also kann man gerne einspielen. Noch sieht man vielleicht, wenn man meine Karriere so betrachtet, von der Erinnerung heraus würden, glaube ich, viele sagen, da war immer alles super und er hat immer die gleichen Trainer gehabt, der Vater war immer dabei. Also es war nie eine Veränderung. Ich kann nur sagen, so war es nicht. Es war sehr, sehr viel Veränderung, auch wenn gewisse Leute relativ lang mit mir den Weg gegangen sind. Es waren sehr, sehr viele Entscheidungen dabei, um am Ende über eine ganze Karriere, doch war fast 20 Jahre im Weltcup, erfolgreich zu sein. Wie gesagt, war es notwendig, immer wieder Veränderungen zu machen, auch ja, schwere und richtige Entscheidungen zu treffen, logischerweise. Also bitte, Film ab. Ja, vielen Dank für diese Einspielung.
Da läuft es einem kalt über den Rücken, wenn man die Aufnahmen sieht, vor allem das, was man sich vorstellen kann, also ich zumindest, weit weg von dem, was du durchgemacht hast, Benny, was das alles mit Aufwand, mit Einsatz, mit Leidenschaft und Leidenschaft, die sehr vielfach auch Leidensfähigkeit durchgemacht hast und erlebt hast. Und vor allem das Thema Veränderung, wenn wir darauf zukommen dürfen. Wenn wir, du hast es gesagt, glaube ich, angedeutet, du bist aus sehr bescheidenen Verhältnissen, in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, also nicht hineingeboren am Heathrow Airport in den internationalen Skisport. Was glaubst du, waren so die wichtigsten Stationen in deinem Leben? Ja, du hast es auch schon gesagt. Also es ist natürlich so gewesen, dass ich am Hof da in Lainz im Pitztal aufgewachsen bin, da war immer was zu tun, war immer Arbeit, sozusagen die ersten Aufgaben, die ich am Hof bekommen habe, wie gesagt, Aufgaben bekommen, Vertrauen bekommen, auch, dass ich diese Aufgaben bewältigen kann. Und das ist, sage ich mal, schon vielleicht so die erste Station und die erste Begebenheit, die sehr wichtig war, weil ich sage, wenn man dann irgendwann bei Olympia, ein Olympiarennen steht, eine große Aufgabe sozusagen vor sich hat, kämpft gegen die Besten der Welt, da muss man schon eine gewisse Basis haben. Und die ist da schon, hat da schon angefangen. Also wir haben Aufgaben bekommen, wir haben Vertrauen bekommen und das irgendwann steht man dann ganz oben. Also so gesehen, wie gesagt, aufgewachsen im Pitztal. Wir haben dann natürlich das Skifahren sehr, sehr genossen mit meinem Vater, der war mein erster Trainer. Der war natürlich sehr, sehr wichtig für mich. Der hat das verstanden, was es braucht in der Ausbildung, sage ich mal. Der hat es aber auch verstanden, uns zu begeistern, was du gesagt hast. Leidensfähigkeit. Wir waren auch gefragt, aber auch das Arbeiten, dass man vielleicht am Sport uns sehr, sehr leicht gefallen ist, muss man sagen. Und ja, er hat uns begeistert. Das ist überhaupt, finde ich, das Wichtigste, dass man letztendlich sowas brennt. Auch hart zu trainieren, auf der anderen Seite an gewissen Sachen zu feilen und immer besser zu werden. Und das hat uns Spaß gemacht, was man vielleicht da auch sagen muss. Da ist es vielleicht sogar auch ein Vorteil, wenn jetzt nicht alles gerade vorhanden ist, wenn man nicht sehr, sehr abgelenkt ist. Es waren jetzt keine, gerade mit 15, 16 werden wir ja, sage ich mal, durchverleitet, auch einmal zu feiern und so weiter. Wir haben natürlich auch gefeiert. Und sind einmal in die Disco gegangen mit 17, 18 dann. Aber man muss einfach wissen, wann. Und die Ablenkungen da in meinem Heimatort sind relativ. Und es war eben, wie gesagt, es war alles relativ einfach. Wir waren ein gutes Team. Der Papa, vor allem meine Schwester, ich, ein bisschen später dann auch noch mein Bruder. Und wir haben sozusagen gemeinsam ein Ziel gehabt. Und das war Skifahrer zu werden, Skifahrerin zu werden bei meiner Schwester. Und erfolgreich zu werden und das mit Begeisterung, mit Freude und da braucht es oft gar nicht viel. Es braucht ein Ziel, ein gemeinsames Ziel und es braucht einfach immer wieder gute Entscheidungen und die haben wir doch. Hast du das Gefühl, weil du hast angesprochen, dass man nicht alles gehabt hat und dass man auf manches verzichten musste, dass das vielleicht sogar dazu beigetragen hat, den weiteren Weg zu ermöglichen, entweder weil man den Verzicht irgendwie gekannt hat oder schlicht, weil die Ablenkung geringer war. Wenn ich auf das anknüpfen darf, da gibt es jetzt ganz interessante Forschungsergebnisse. Früher hätte man gesagt, na, das hat halt der katholische Pfarrer in der Schule berichtet, verzichten und nicht das Materielle sei das Wichtige und dann, damit würde die Zufriedenheit kommen oder die Eltern oder Großeltern hätten einem das als Werte mitgegeben. Mittlerweile gibt es ganz stark abgesicherte internationale Forschungserkenntnisse, die zeigen, die belegen, dass es tatsächlich so ist, dass Kinder, die Verzicht gewöhnt sind oder einfach nur auf etwas warten zu müssen und nicht automatisch alles zu bekommen, zwei Dinge haben. Sie sind in weiterer Folge, zumindest nach diesen Forschungsergebnissen, erfolgreicher durchschnittlich und sie sind in aller Regel auch zufriedener als andere.
Würdest du das bei dir auch so sehen können, über den Einzelfall hinaus, also da aus der dörflichen, aus der familiären Umgebung, so was du wahrnimmst in deinem Umfeld? Also das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Es war bei mir sehr ähnlich. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass wir auf was verzichten haben müssen. Wir haben einfach wenig gehabt, aber wir waren zufrieden mit dem, was wir gehabt haben. Und wenn ich heute zurückdenke, klar hätten wir oft einmal gern beispielsweise Spezi gehabt. Das ist ein Getränk, das man eh nicht unbedingt trinken muss. Aber als Bursch hätte ich das schon gern gehabt. Und ich wäre auch gerne mal ins Restaurant essen gegangen. Wir haben immer unsere Jause sozusagen dabei gehabt und wir sind mit dem Vater, also meine Schwester, mein Vater und ich sind irgendwo neben die Piste raus, unter Zirben reingeguckt oder unter große Feuchten, wo wir ein bisschen geschützt waren, getrunken, haben unsere Jause gehabt. Und wenn ich so denke, sind das eigentlich die schönsten Erinnerungen. Das ist genau das, was bleibt. Und das gibt auch eine gewisse Zufriedenheit. Und ich glaube schon, wenn man dann auch weiterkommt und plötzlich ist ja dann einmal, ist man sehr gefragt und man verdient vielleicht auch ein bisschen Geld, wo man jetzt vielleicht immer schauen muss, ob man sich jetzt das Essen leisten kann dort oder nicht, ob man das selber mitnimmt, dann ist man auch nicht anfällig, dass man irgendwie abhebt. Und wenn man abhebt und man hat das am Background, also eine Basis zu haben, die halten dann schon ein bisschen zurück auch. Also das muss ich auch sagen, es war immer so in unserer Familie, dass man eigentlich schon, wann die Gefahr war zum Abheben, auch jemand ein bisschen gezogen hat. Und wenn es einmal notwendig war, einen gewissen Schubser zu geben, haben wir auch den Schubser gekriegt. Aber grundsätzlich muss ich da echt meine Eltern und vor allem meinem Vater, jetzt was das Sportliche betrifft, schon sehr dankbar sein, weil der hat eigentlich uns erzogen, dass wir auch mündige Athleten sein, also selber überlegen und selber sagen, was könnte jetzt gerade passen. Im Training beispielsweise und was schlagen wir denn für Richtungen ein? Ihr seid ja eine unternehmerische Hochschule. Wir haben ein super System in Österreich als Skifahrer. Wir können nur konsumieren. Wir müssen eigentlich nur auf die Trainings fahren vom Verband, von dem Tiroler Skiverband, Österreichischer Skiverband und so weiter und müssten nicht sehr viel selber machen. Kommt man sehr weit. Ob man ganz drauf kommt und ob man wirklich sehr erfolgreich wird, ist die andere Frage. Wir haben sehr unternehmerisch denkt, das heißt nicht unbedingt auf Profit in erster Linie. In erster Linie haben wir investiert, Zeit investiert, unseren Kopf sozusagen reinlegt, was wir machen. Wir haben auch ein bisschen Geld investiert. Wir haben beispielsweise, ich kann mich noch genau erinnern, da war also 15, 16 ein Skido gekauft. 50.000 Schilling hat der damals gekostet. Das war eine Rieseninvestition, aber es war einfach im Training war das ein Meilenstein, weil man einfach viel, qualitativ höherwertig trainiert haben. Und das sind natürlich so Sachen, ja, die sind da irgendwo entstanden in meiner Jugend. Und dann gibt es schon diese Veränderung, die man, sage ich mal, von Jugendrichtung dann Weltcup, ÖSV-Fahrer, Weltcup-Fahrer hat dann. Und da muss man sich natürlich einmal in dieser Rolle und in diesen verschiedenen Ebenen auch zurechtfinden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dieses Outing wirklich vorbringen soll, was meine Situation angeht. Als ich ein kleiner Bub war und wir das erste Fernsehgerät bekommen haben, da waren die Sissi-Filme ganz neu. Und ich habe die mit Begeisterung geschaut, wenn ich schauen habe dürfen. Und ich war unendlich eifersüchtig auf den Franzl, aus zwei Gründen. Weil er die Sissi gehabt hat, die mir schon damals so gefallen hat, in die war ich schwer verliebt. Und jetzt kommt es, weil der Franzl wohl als Kaiser unendlich Erdnuss-Snips und Cola haben kann, was wir nie bekommen haben. Also, das war so ist mein Zugang. Im Nachhinein gesehen, muss man sagen, haben wir nichts versäumt. In dem Moment hätten wir es gern gehabt, aber das Wasser oder der Tee, den wir getrunken haben, nicht zu süß hoffentlich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, war sicher gescheiter vom Ernährungstechnik her. Jetzt hast du deinen Vater angesprochen und ich versuche zunehmend in Richtung dieses Themas Veränderung zu führen. Du hast deinen Vater angesprochen, du hast deine Schwester angesprochen, du hast rundum ein paar Persönlichkeiten angesprochen. Wenn du so deine Stationen durchläufst, jetzt war das eine die Kindheit, das Familiäre.
Wer glaubst du, oder was waren die weiteren prägenden Stationen, so die so herausleuchten, die du als so Säulen anschauen würdest? Also nachdem ich jetzt meine ganze Familie schon genannt habe, mein Bruder war ja auch später mein Trainer, es war sehr alles sportlich. Die Mama war natürlich wahrscheinlich überhaupt wichtigste, das muss man sagen, das ist auf keinen Fall vergessen, weil die war einfach daheim sozusagen meine Wiege, könnte man sagen. Also ich bin heimgekommen, egal ob jetzt ich da erfolgreich war, nicht erfolgreich, Hauptsache gesund daheim, der Bub ist da und sie war zufrieden. Und das ist wichtig, weil so, auf der anderen Seite, wenn man erfolgreich ist, dann kommt man heim und es holt dann gleich wieder runter am Boden sozusagen. Und wenn man aber einmal keine Leistung macht, dann andere vielleicht sich nicht kümmern um dich und du gerade nicht interessant bist für die Zeitungen, für die Mama bist du immer der Gleiche. Und das ist natürlich schon auch irgendwo eine gewisse Kraft, die man braucht am Ende. Ja, und ich sage mal, am Ende ist es so, in meiner Karriere habe ich wirklich immer sehr lange Partnerschaften gehabt und Zusammenarbeiten gehabt, beispielsweise mit Dr. Andreas Lutz, der mir geholfen hat, wie ich mit 18 einen Bandscheibenvorfall gehabt hat, gehabt habe. Das ist natürlich eine Riesenveränderung, wenn man so eine Verletzung hat, mit dem Alter, für mich war eigentlich das Ganze erledigt. Und der hat mir irgendwo immer doch gezeigt, welche Möglichkeiten es doch gibt und hat mir einfach dann auch geholfen. Ich habe dann in weiterer Folge den Luis gelernt, der Physiotherapeut ist, der Fremdkohl, Gerhard Auserlechner, der mein Trainer war über lange Jahre. Gell? Also das sind einmal zum Beispiel drei Leute, die sehr, ich finde, haben jetzt zwar ihre Profession, Therapeut und so weiter, aber die haben auch, sage ich mal, sein deswegen, nicht nur, weil sie noch so gut waren, sondern auch Menschen sein, die auf mich eingegangen sind. Und wir, glaube ich, und das bin ich in der festen Überzeugung, wir brauchen immer Leute, mit denen wir reden, mit denen wir diskutieren, von denen wir auch eine Bestätigung kriegen, von denen wir vielleicht Ideen kriegen und umgekehrt. Und das waren, sage ich mal, so in meinen ersten Jahren im Weltcup so meine wichtigsten Personen. Es hat dann natürlich in weiterer Folge viele andere Leute auch gegeben. Und das ist ja auch wichtig, gerade dass man ein Basisteam hat, dass man immer wieder neue Leute reinholt. Weil ich sage mal, auf 20 Jahren Weltcup gesehen, muss man schon immer wieder auch neue Inputs bekommen. Man muss auch Leute reinholen, die einfach auch andere Ansichten haben, andere Methoden haben. Das haben wir eigentlich immer gemacht. Die haben es auch zulassen, weil sie eben so stark sind aus meiner Sicht. Also ich glaube, man muss auch eine gewisse Überzeugung von sich selber haben, dass man auch neben sich einen anderen Experten. Ich sage mal, da haben wir uns eigentlich gegenseitig gewaltig befruchtet, würde ich sagen. Und auch der Schlüssel, dass der Erfolg eigentlich doch über sehr lange Zeit da war. Und wenn wir von diesen Säulen, die dir diesen Boden geliefert haben, diese Grundfesten bereitet haben, jetzt kommen wir dann zum Thema Veränderung. Was war so die erste dramatische irgendwie Veränderung, weil etwas nicht funktioniert hat oder weil du irgendwas erkennen musstest, dass du einen falschen Weg gegangen bist oder weil irgendeine Zäsur eingetreten ist, die dich irgendwie, die alles, was vorher gegolten hat, möglicherweise als irrelevant einschätzen lassen musste. Was war so diese erste Zäsur, dieses Ereignis, wo du sagst, jetzt musste ich auf einmal lernen, begreifen, dass ich eigentlich nur mit Veränderung was machen kann? Ganz kurz das Letzte nochmal wiederholen, habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Ja, was war die erste richtige Veränderung, die du vornehmen musstest in dir? Ja, also ich sage mal, am Ende habe ich jetzt relativ viel über meine Jugend gesprochen, oder? Und wenn man dann so als junger Bergbauernbauer sozusagen in diesen Weltcup-Zirkus hineinkommt, mir schlaft im Zimmer mit dem Thomas Stein-Gassinger, der, ich glaube,
Ja, ich war wie, also das ist ein riesen Altersunterschied in dem, wenn du 18 bist und der andere ist 31 oder was, oder 32 oder was, der war damals, kommst dann rein, fährst gute Zeiten, weißt, dass du eigentlich topfit bist, und dann geht es, wie es mir zum Beispiel in meinem ersten Weltcup-Jahr gegangen ist, dass du Rennen, drei Slaloms waren das. Das erste war in Park City, das zweite war in Aspen und das dritte war in Sestriere. Insgesamt 20 Tore gefahren bist. Also Katastrophe. Dann kommst du nach Hause um 4 Uhr in der Früh von Sestriere. Slalom war das, bin ich heimgekommen und dann wollte ich einfach trainieren. Motiviert wie ich war, wollte ich trainieren. Ich habe keine Chance. Bin ich nur einen Lauf dreimal ausgeschieden. Ich bin dann nach Schladming gekommen, dort war 99 dann das der erste Slalom, den ich gewonnen habe dann am Ende. Wie gesagt, das ist schon eine Entscheidung und ich habe da ein paar Sachen umgestellt. Bin dann nach Schladming gekommen, 50.000 Zuschauer, ersten Lauf, Platz 23, raufgefahren mit dem Lift. Durch das Nachtrennen, der Fokus geht auf den Hang, auf die Zuschauer, 50.000 Zuschauer habe ich schon gesagt. Ich fahre da rauf, allein in der Gondel, alles dunkel und habe also runtergeschaut auf den Hang, ein bisschen den Laufen angeschaut, die Zuschauer mir jetzt in dem Moment. Ich habe, wenn du das gut machst jetzt im zweiten, so wie du das jetzt vorgenommen hast, dann kannst du das Rennen gewinnen. Ist schon interessant. Ich habe in dem Moment Angst gehabt. Ich hab Angst gehabt, dass ich dann vor den Zuschauern da unten im Rennen die sozusagen die Journalisten vorstellen, das hat mir eigentlich nicht so richtig gepasst. Ich bin kein Typ, der so unbedingt fürs Rampenlicht gemacht ist. Mir ist bewusst geworden, wenn ich gewinne, was das heißt. Einfach irgendwie stattgehen und unerkannt sein. Und ich möchte gewinnen. Man muss sich auf das einlassen. Man muss, wenn man so schon 10, 15 Jahre auf das irgendwie hintrainiert, dann auch diesen Schritt gehen und sich trauen sozusagen. Und habe es dann gewonnen und habe mich sozusagen ein bisschen von meiner Karriere auch erinnern dürfen. Ich glaube, wenn man das sagen kann, hat man schon vieles richtig gemacht. In dem Moment vor allem, man hat in erster Linie auf sich gehört, man hat verstanden und gemerkt, was an der Körper sagen will, was er sagen will. Sagen die, dann ist, die Frage, die dann gekommen ist, auch so beantwortet, dass weitere Erfolge so war, wie war und dass ich vielleicht auch deswegen so heit bei euch drücken darf, weil wenn ich das nicht so gemacht hätte, dann wäre es nicht das mal so. Mhm. Ich versuche jetzt mal erste Fragen hereinzubringen, eine erste Fragenrunde. Zwischenzeitlich darf ich mich für die zum Teil etwas wackelnde Tonqualität entschuldigen. Sie liegt nicht in unserem Einflussbereich, auch nicht in jenem von Benny Reich, was uns die Regie mitgibt. Bitte um Nachsicht. Wir hoffen einfach, dass die Verbindung weiter leistungsfähig bleibt oder wieder aufnimmt. Aber jetzt zu meiner Frage. Ein Herr Paul Meyer fragt, er ist, glaube ich, Lehrer, zumindest von der Web, von der Mailadresse abzuleiten. Und er fragt, hallo Benni, meine Tochter ist gerade 13 Jahre alt und fährt Landescuprennen. Wie groß war in diesem Alter dein Trainingsumfang im Schnee und abseits? Darauf zurückzukommen, dass man vielleicht auch übertrainieren kann. Das ist richtig, man kann übertrainieren. Ich glaube, in dem Alter, wenn man die Kinder macht, dann wird es nicht passieren, wenn man zu viel sozusagen einnimmt, kann es natürlich schon passieren. Zum Training, das ich damals gemacht habe, das war neben der Piste gezieltes Training relativ wenig, würde ich sagen. Also wir sind schon Rad gefahren, wir haben schon Fußball gespielt und so weiter, die ganzen Sachen. Aber das war jetzt nicht so geplant und gezielt, was aber vielleicht nicht ganz schlecht war. Gerade mal so Koordination, vor allem auch Rumpftraining wäre ganz wichtig und die anderen Sachen, die kann man, glaube ich, ganz gut auch spielerisch machen. Am Ski sehr viel. Wir sind immer sehr gut Ski gefahren, aber doch sehr häufig und ich habe relativ wenig Pausen gemacht, was man so
Kollegen immer erzählen. Also ich bin immer, habe immer versucht, in der Zeit so viel wie möglich zu fahren und so viel wie möglich Läufe einzubauen und einfach das auszunutzen, sozusagen die Zeit, die meine Eltern geschenkt haben. Ja. Darf ich eine weitere Frage anschließen, die nicht ganz, also nicht direkt in Verbindung steht, aber doch irgendwie. Manuel Koch fragt, hey Benny, hast du es verdaut, als du um 2 Punkte den Weltcup verloren hast, als du eingefädelt hast? Wie geht's einem da? In dem Moment geht es natürlich schlecht, weil ich sage, ich hätte eigentlich fast nur runterfahren müssen. Natürlich muss man immer erst auch 15. werden, weil ab dem 15. hat es keine Punkte. Das sind 2 Punkte macht, wenn man da kocht, sagt. Aber so ein Fadler passiert schnell. In dem Moment war es natürlich extrem schwer zum Verkraften für mich. Aber man muss letztendlich das auch wieder hinter sich bringen und muss einfach auch sagen, okay, das war jetzt, das kommt der Blick voraus. Das war immer ganz wichtig. Und man muss ja auch sagen, manchmal hat sowas auch was Gutes. Mein später auch Sponsor, die Unica, die hat mich hauptsächlich aus diesem Grund genommen, weil da in dieser Situation anscheinend für sie sehr, sehr gut und fair reagiert habe. Weil natürlich kann man da auch anders reagieren und kann man natürlich emotional reagieren, was natürlich verständlich wäre. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe das relativ nüchtern und trotzdem sehr sachlich weitergeordnet, die Fragen, die von den Journalisten gekommen sind, und habe anscheinend auch damals dem Konkurrenten, der siegreich war, sehr gratuliert. Und so kommen dann auch wieder Partnerschaften zusammen, die fruchtbar und spannend sein können. Mhm. Jetzt immer weiter, auch, ich meine, das hat ja auch mit was mit Veränderung zu tun, dieses Verluste wegstecken zu können und aus dem das Beste zu machen und die Chancen zu erkennen. Jetzt habe ich eine Frage aus dem Technologiebereich. In dem Fall ist es ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von uns, der sich sehr stark mit Sporttechnologie auseinandersetzt bei uns. Er fragt, also Bernhard Hollaus fragt, lieber Benny, da wir ja inzwischen am MC auch Sporttechnologie zu unseren Forschungsfeldern hinzuzählen dürfen, würde ich dich, lieber Benny, gerne zu deinem Zugang zu Technologien im Sport fragen. Ganz konkret würde ich folgende Frage an dich richten. Jetzt kommt: In vielen Sportarten wie Fußball, Formel 1, Laufen und so weiter verändern sich momentan viele Trainingsansätze. Es kommen immer mehr Technologien und Analysemethoden zum Einsatz und tragen zum Erfolg von Athleten und Mannschaften bei. Inwieweit siehst du Technologie, aber auch datengetriebene Analysen als entscheidenden Faktor, um im österreichischen Skisport wieder erfolgreicher zu werden? Ja, ganz, ganz wichtig. Ich meine, klar ist es am Ende auch wichtig, dass man sein Bauchgefühl hat, dass man seinen Instinkt auch walten lässt, sozusagen beim Skifahren. Am Ende darf man nicht alles, sage ich mal, nur vom Kopf her steuern, kann man eigentlich gar nicht, im Gegenteil, lassen. Aber die ganze Trainingssteuerung, die ganze auch Entwicklung im Materialbereich, da muss man schon ganz klar sagen, das passiert, sage ich mal. Also ich kann nur sagen, in meinen Entwicklungen waren immer dabei, da braucht man natürlich auch gute Daten dazu, dass man die Daten dann diskutiert, versteht und dann einfach Veränderungen, Entscheidungen trifft. Wenn man einfach, sage ich mal, die analysiert und mir, sage ich mal, kriegt immer Probleme bei den letzten 5 Tore, wo man einfach sozusagen die Rennen verliert, 3/4 verliert, was durchaus sein kann. Dort entscheiden sich viele Rennen. Dann muss man natürlich wissen, verändern. Am Ende braucht es dann aber auch die Daten von einem Trainer dazu. Du musst gute Aufzeichnungen haben. Ich habe zum Beispiel zu meiner Zeit war es noch sehr vielfach so, dass man auch viel am Rad
trainiert hat. Ich habe da vor 20 Jahren schon, mittlerweile ist es, sage ich mal, im Radsport ganz normal, im Skisport immer noch nicht, beispielsweise den Wattmesser. Ich habe da am Rennrad einen Wattmesser drauf gehabt, der wirklich mit dem Rohrgerät funktioniert hat. Das war eine Investition, aber das war einfach, wenn ich heute die Daten ausgab, dann habe ich genau einen Verlauf über die ganzen Jahre. Ich kann eigentlich genau das drüberlegen, was ich im Rennen für Leistungen gebracht habe, was ich im Training für Leistungen natürlich genauso aufnehmen und so weiter rausholen. Und ich sage einmal, diesen Abgleich muss man immer wieder herholen, um, wie gesagt, zu verstehen, wo das Problem ist, um Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir doch in diesen Bereichen, würde ich sagen, sehr, sehr gut hinkriegt. Auch zu der Zeit vielleicht nicht ganz so üblich. Und dort schon normal, nicht in allen Bereichen. Mhm. Danke. Ich habe jetzt eine Frage, die eigentlich fast in alles das, was du gesagt hast, gut hereinpasst. Lukas Kundner hat mir eine Frage geschickt, die wie folgt lautet: Hallo Benni, ist Veränderung deiner Meinung nach notwendig, um eine sogenannte Wand, an welcher man keinen Fortschritt mehr macht, zu durchbrechen? Was wären deine Ratschläge in dieser Hinsicht? Ja, an diese Wand kommt natürlich immer wieder. Und dann muss man einfach aus meiner Sicht, also nur als Beispiel, oder wenn du halt 20 Jahre im Weltcup bist, Training über 5 Jahre oder sagen wir so, du hast irgendwie das Gefühl, ja, jetzt mit 20 Jahren Schaden und so gut. Da war alles perfekt. Und ich glaube, das muss ich mit 30 immer noch so machen, dann werde ich nicht Erfolg haben. Ich werde irgendwann abstumpfen, es wird langweilig werden, irgendwo, vor allem auch im Training, mich nicht mehr weiterentwickeln. Das heißt, ich muss immer wieder neue Reize setzen. Gerade wenn man älter wird. Also, ich habe ja mit 37 aufgehört, das ist dann schon etwas fortgeschritten, Skifahreralter. Und gerade in diesem Alter muss man immer wieder neue Reize setzen, einbauen, wo man einfach für sich die Limits ein bisschen verschiebt. Jetzt vielleicht nicht im Skifahren, aber auf anderen Ebenen. Also keine Ahnung, ob das beim Klettern war. Klettern hat genau, wenn ich versuche, dort, wo ich so gut bin, meine Limits sozusagen rauszuschieben, habe ich schon was geschafft. Und wenn ich das dann gemacht habe, vielleicht über ein Jahr oder über 2 Monate oder vielleicht ein oder 2 Jahre, das muss man selber auch ein bisschen Gespür haben, dann kann das vielleicht vorbei sein und dann macht man Trailfahren, dann macht man Slacklinen. Und. Also es gibt viele Möglichkeiten und das ist ja gerade beim Skifahren eigentlich das Schöne, dass es so komplexer Sport ist, dass man eigentlich sehr viel Zeit haben muss und da immer wieder neue Reize einbauen kann, aber in seiner Sozialdisziplin weiterhelfen. Und das, denke ich, kann man sicher auch in anderen Bereichen, in der Wirtschaft, im Leben auch immer wieder einsetzen. Ich will jetzt nicht, weil wir leben ja auch, wo wahrscheinlich gerade Veränderung gefragt ist, ich will jetzt nicht, glaube ich, für jedes Problem der sein, der weiß, wie es geht. Ich kann nur sagen, in meinem Sport war es so, dass man viele Veränderungen machen hat müssen. Und jeder muss dann für sich in seinem Bereich sozusagen, wo er tätig ist, dann seine Schlüsse ziehen und seine Entscheidungen treffen. Beantwortet. Ja, ich glaube, aber die müsste man jetzt noch einmal die Frage hinausspielen an den Fragensteller. Ich habe aber in der Zwischenzeit eine ganze Reihe weiterer bekommen. Jetzt ein Roland Felber aus Salzburg fragt, er ist berufstätig, studiert bei uns, wie er sagt. Nun, meine Frage an Herrn Reich, rückblickend, welche Veränderung, es geht jetzt wahrscheinlich auch tief ins Persönliche. Rückblickend, lieber Benni, welche Veränderung war die schwerwiegendste im Lauf deiner Karriere? Und wie war der Weg zur Entscheidungsfindung für die Veränderung? Wie gesagt, es hat viele gegeben. Eine beispielsweise war die von außen schwer verständlich war. 2003, wo ich schon einige Erfolge gehabt habe, nach St. Pölten gereist zu der Weltmeisterschaft. War dort sicher in
drei Disziplinen mit Favorit, habe keine Medaille gemacht. Ich habe im Riesenslalom keine Chance gehabt. Das habe ich gewusst, dass es schwierig wird für mich. Die Verhältnisse hat mir nicht so passt. Ich habe im Slalom in den Zielhang, das war sehr, habe dort meine Probleme gehabt, habe ein paar Hundertstel verloren, war dann leider Vierter. Und ich war auf Goldkurs in der Kombination und ist mir die Kante gerissen. Okay, jeder hat gesagt, Reichhörfler und der bringt es nicht am Punkt und so weiter. Es hat sehr, sehr vieles gestimmt. Das war sehr knapp dran, dass man eigentlich dort ein paar Erfolg machen hätte können. Bis dahin bin ich nur zwei Disziplinen gefahren eigentlich. Also nur Slalom, Riesenslalom und bei der WM die Kombination. In dem Moment habe ich gesagt, okay, ich habe gesehen, in der Kombination, in der Abfahrt kann ich sehr viel fahren. Dann haben wir die Entscheidung getroffen, jetzt nicht mehr nur Slalom, Riesenslalom zu fahren, sondern auch Super-G und Abfahrt. Das war eine schwerwiegende Entscheidung für mich. Das heißt natürlich auch das Training umbauen, das heißt keine Vorbereitung für die Spezialdisziplinen. Also beispielsweise die Slalomfahrer haben 25.000 Tore, wenn sie zum ersten Rennen nach Levi fliegen. Ich habe vielleicht 4.000 gehabt. Also das ist natürlich schon ganz, das wird nicht funktionieren. Mit deinen Basisdisziplinen und wirst auch in Abfahrt und Super-G keinen Erfolg haben. Ich habe das trotzdem durchgezogen, weil ich überzeugt war, dass das was Gutes ist für mich. Das Jahr drauf war ich dann schon Zweiter, glaube ich, im Weltcup. Und zwei Jahre später habe ich in Bormio bei der Weltmeisterschaft 5 Medaillen gemacht. Das hätte ich natürlich ohne Super-G und Abfahrt nicht geschafft. Ich habe danach 2006 zwei Jahre gewonnen bei den Spielen, habe den Gesamtweltcup gewonnen. Ich war, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 Mal im Gesamtweltcup unter die Top 2 und sonst war ich der Zweiter. Es war sehr, sehr viel Erfolg da und es war nur deswegen möglich, weil ich auch andere Disziplinen reingenommen habe und weil ich mich getraut habe, sozusagen auch das Risiko einzugehen, dass vielleicht da und dort einmal die Vorbereitung. Ja, bin das Risiko einfach eingegangen und das war die Entscheidung. Gegen viele Stimmen, die gesagt haben, das ist nicht gescheit. Und wenn wir natürlich jetzt beispielsweise über Übung sprechen, kann man auch überlegen einmal, was da für Unterschiede in den Skiern sind. Also im Slalom beispielsweise, was ich gesprochen habe, in Schladming habe ich die sind 1,98 Meter gewesen, haben einen Radius gehabt von 3 Meter. 2 Jahre später sind wir Ski gefahren mit 1,55 Meter Länge, also fast einen halben Meter kürzer und einen Radius von wahrscheinlich 13 Meter oder so, also komplett was anderes. Und wenn man dann mit 1,55 Meter im Slalom gleichzeitig dann am selben Tag in der Abfahrt bei der Kombination mit einem 2,20 Meter oder 17 Ski, dann kann man sich vorstellen, dass man sich vom Kopf her, vom Gefühl her am Ski schon immer einstellen muss und auch die Veränderungen mitmachen muss, weil ich sage mal, über die Jahre ändert sich das Reglement und sage mal, wenn man so viel Training fährt, ist es auch so, dass man einfach sich immer wieder auf das verschiedene Material einstellen muss. Mhm. Also wenn man sich da verweigert, hat man keine Chance. Mhm. Spannend. Jetzt eine kleine Frage zum Thema Technik, Technologie. Ein Andi Warstetter fragt, lieber Benni, stimmt es, dass du im Jahre 2009 schon mit einer Aluplatte gefahren bist? Ich weiß jetzt nicht, was eine Aluplatte ist, aber du wirst es wissen. Ich weiß es, ja, natürlich. Da gibt es immer viele Tests. Es ist so, dass man es auch zu. Ich selber bin nie so gut zusammen mit diesen Platten. Ich bin eigentlich immer von der Dominik hat es ja diese Double-Deck-Technologie gegeben, dann irgendwann Servo. Also ich bin eigentlich immer auf dieser Technologie gewesen. Aber wir haben das auch probiert und ich bin leider nicht so gut zurechtgekommen. Also deswegen, oder leider, man muss halt das aus vielen Möglichkeiten, was dann selber passt und was für den Dead Liggety zum Beispiel, der ist das damals, glaube ich, schon gefahren, wenn ich mich erinnern kann. Hat das halt perfekt gepasst, für mich nicht so. Aber wie gesagt, auch da sollte man
sprechen. Das ist auch ganz wichtig, weil ich sage, wenn man immer nur auf andere schaut und was die andere machen, dann wird man irgendwann ein Problem. Man muss am Ende, glaube ich, einfach seinen Weg finden und auf selber rausfindet. Man kann schon schauen, was so drumherum passiert, das ist auch wichtig, aber am Ende muss man schon selber entscheiden und man selber den Weg beschreiten, den man für richtig erachtet. Jetzt von der Technologie, die im Bereich der Veränderung eine Rolle spielt, zur Persönlichkeit. Eine Rosa Liebmann, sie studiert bei uns unter Unternehmensführung, Tourismus und Freizeitwirtschaft. Sie schickt mir bzw. dir die Frage: Was glaubst du, sind die wichtigsten Punkte bzw. Eigenschaften, die man persönlich haben muss, um eine Veränderung zu wagen? Man muss schon ein gewisses Geschick haben, dass man auch, sage ich mal, im Kopf versteht, was jetzt mal rausgehen. Man muss sich auch rausnehmen, vielleicht auch vom Berg rausgehen. Hinter dir sind so schöne Berge, schön verschneite. Wenn man zum Beispiel in der Situation ist, dass man gerade in drei Rennen 20 in einem Lauf dreimal ausscheidet, muss man sich rausnehmen. Das habe ich Gott sei Dank schon als junger Athlet verstanden und eine gute Entscheidung. Ich bin wahrscheinlich am Berg raufgegangen, habe rum und sind einfach Einfälle gekommen. Aber schon wichtig. Man muss natürlich auch irgendwo ein gewisses Grundvertrauen haben, ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Ich habe das angesprochen, das könnte vielleicht auch entstanden sein jetzt bei mir in meinen Jugendjahren am Bauernhof beim Arbeiten. Ich habe Vertrauen geschenkt bekommen, ich habe Aufgaben bekommen, ich habe Vertrauen geschenkt bekommen, ich habe natürlich auch dieses Vertrauen nicht missbrauchen dürfen, ich müssen die Aufgaben machen. Also mein Opa zum Beispiel ist gestorben 1987, da war ich 9 Jahre, noch nicht einmal, obwohl schon 9 Jahre gerade, und wir haben den hier im Stall gehabt, das habe ich gemacht. Also das war schon eine große Aufgabe und nach 3 Minuten tue ich das weg, das hat man schon müssen sauber machen, weil sonst die Milchqualität und die damit. Also das sind alles so Sachen, das war wahrscheinlich der Grundstein für ein gewisses Selbstbewusstsein und für ein gewisses ist, dass man ja, selber was bewegen muss und sich auch Jetzt haben wir leider Aussetzer bei der Audioqualität. Benni, kannst du gerade den letzten Satz vielleicht noch einmal wiederholen? Ja, also am Ende, ich habe glaube ich gesagt, vielleicht liegt der Schlüssel für das Ganze auch bei mir zum Beispiel auf dem Bauernhof, wo wir gearbeitet haben, wo wir unser Vertrauen bekommen haben. Und wenn man irgendwo so dieses Selbstbewusstsein hat und dieses Grundvertrauen, dass man, wenn man diese Schritte macht, dann schon gutes Gelingen wird, das ist, glaube ich, schon positiv, wenn man das hat, sage ich mal. Ich komme vielleicht, jetzt, wenn man von Heirat oder so etwas, sagen wir, dauerhaftem absieht, zu etwas ähnlich Elementarem und in dem Fall vielleicht schwieriger zu treffen, nämlich das Karriereende. Jetzt fragt mich, ich suche gerade den Namen des Absenders, kann ihn nicht sehen. Es ist offenbar die Adresse eines MC-Studierenden oder einer Studierenden jedenfalls. Lieber Benni, wann hast du gewusst, dass du deine Karriere beenden möchtest? Beziehungsweise wann hast du es gespürt und wie hast du diese Entscheidung getroffen? Ja, ich hab's gespürt schon 3 Jahre vorher, muss ich sagen. Ich bin früher auf. Ich habe gesagt 2015 und wollte eigentlich schon mal, ich glaube 2012 oder 2013 aufhören wurde. Es war so, dass
sehr lang in diesem Zirkus am Weg war. Man kann sich vorstellen, es ist hart, es ist so, dass man beim Rennen natürlich extrem viel, natürlich körperlich arbeiten muss, aber auch im Risiko eingehen, wenn schlechte Pistenverhältnisse sind, schlechte Sicht und so weiter. Und wenn man natürlich, ich habe vorher gesagt, ich bin Allrounder geworden, 2003, und wenn man natürlich die 4, 5 Disziplinen so viele Jahre macht, wenn man nachher sich vorstellt, dann sehr vieles dazukommt, Siegerehrungen, Gott sei Dank, Pressekonferenzen, Veranstaltungen von den Ausrüstern, von den Sponsoren, irgendwann kommt man an ein Limit und es langweilt dann auch zum Teil dann, weil es ist dann doch immer wieder auch dasselbe. Gell? Und da habe ich gesagt, ich mag nicht mehr, ich höre jetzt auf. Und habe es dann aber so gemacht, dass ich es nicht im Frühjahr ausgesprochen habe. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt eigentlich nichts schäden. Da haben wir der Präsident Schöcknadel das besprochen, auch mit meiner Familie. Und die haben gesagt, eigentlich muss ich jetzt nicht das Kunden entscheiden. Tatsächlich, die Entscheidungen sollen dann gefällt werden, wenn sie zum Treffen sind und wenn es notwendig ist. Ich habe dann weiter trainiert, so locker. Bin dann, ich kann mich erinnern, damals in Alta Badia unten beim Hang vorbeigefahren und habe gesagt, oder rübergeschaut und habe mir gedacht, nein, ich habe da schon Stuckholplätze gemacht. Das ist ein Riesenzahl am Hang, ich möchte da nochmal gewinnen. Das heißt, aber ich muss was ändern. Ich habe dann Entscheidung getroffen, weiterzufahren, aber sozusagen back to the roots, nur mal Slalom, Riesenslalom. Und bin dann beim Riesenslalom gestartet, bin dann wieder gut vorbereitet in diese Rennen gegangen, die noch ausständig waren, hab viel Freude gehabt beim Rennen fahren, habe auch noch Erfolg gehabt und somit hat meine Karriere 2, 3 Jahre länger gedauert und habe dann im letzten Jahr, nachdem ich leider mein großes Ziel versäumt habe, ich bin leider nicht Riesenslalom-Weltmeister geworden, 2015 in Österreich, wo ich leider ausgeschieden bin mit 6 Zehntel Vorsprung, hilft nichts mehr. Ich war in perfekter Verfassung, ich war habe richtige Freude gehabt, war eine Riesenenttäuschung natürlich, wenn man dann ausscheidet und merkt, okay, das war's jetzt. Es war irgendwo dann klar, ich habe das gespürt, habe auch in dem Moment wieder nicht das sofort gesagt, aber ich habe es gespürt und ich habe in dem Moment ein bisschen weiter trainiert, falls man nochmal kommen sollte, dass man zumindest. Aber dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe eigentlich keine großen Ziele mehr, die mich reizen. Ich habe auch nicht mehr die Lust, wenn ich jetzt an ein Skirennen denke, wo es mit hoher Geschwindigkeit bei schlechter Piste, bei schlechter Sicht runtergeht, diese Kopfarbeit zu leisten, notwendig ist, um ganz vorne zu sein. Und deswegen habe ich dann entschieden, aufzuhören. Hören wir dann eigentlich relativ leicht gefallen. Unser erster und ein gewisser Umschwung und auch im privaten wirtschaftlichen Bereich, sage ich mal, in einem anderen Ebene. Auch der Kopf, so gesehen, ist das total reibungslos und mit einer großen Freude eigentlich abgelaufen. Mhm. Jetzt komme ich noch zu dem Thema Tipps, wie man Leistung abrufen kann. Ja? Angie Keplinger fragt, sie befasst sich hauptsächlich mit sportpsychologischen Strategien und fragt nun, gibt es Tipps oder Strategien, die man jemandem jeden Alters empfehlen könnte, um optimal Leistung abzurufen? Ja, ich meine, es gibt ja viele, auch im Skizirkus, die haben Psychologen, als Trainer, weil das Kurs hält dir am Wettkampf mit gewissen Problemen zurechtzukommen. Für mich, ich habe es nie angehabt, die haben mal schon das andere angeschaut, wir haben gerade im Jugendbereich gehabt. Aber für mich war das immer eigentlich alles relativ logisch. Und alle sagen, ich war wichtig, einmal gut vorbereitet zu sein. Das heißt, wenn du denkst, kann man mal irgendwie ein Blödsinn beim Training haben, wenn du zum Beispiel schon was liegen willst, dann eigentlich bei diesem Intervall, weil jetzt wird wirklich, da
da habe ich immer drauf gehalten, würde ich jetzt einmal behaupten. Ich habe einfach versucht, wie gesagt, da einmal bei der Indizier zu gehen. Ich habe auch versucht, beispielsweise im Rennen keinen Stress zu haben. Das heißt, früh genug aufstellen, nicht zu früh, aber früh genug. Dann einfach sortiert zu sein. Also ich glaube, wenn man irgendwie den Kopf nicht mit seiner Ausrüstung oder auch immer, dann kann nichts Gescheites entstehen aus meiner Sicht. Also man muss schon wissen, wo man die Sachen herholt, wenn man sie braucht. Also ich habe dabei zu haben. Man muss jetzt beim Skirennen so, das kann verschoben werden. Schlechtes Wetter, das kann verschoben werden. Es ist so, dass man erst um zwei oder eins den ersten Lauf hat. Was tut man? Man ist um sechs aufgestanden, man kriegt dann Hunger, man ist total abhängig von dem, was man sozusagen das Restaurant zufällig dort anbietet oder das der Veranstalter sozusagen. Also all diese Sachen, was man bedenkt, kann man das aufgestellt. Die Unterhose, die ich als erstes angelegt habe, die ist ganz oben und so weiter. Also ich habe wirklich meine Zwitschgen beieinander gehabt und wenn irgendwas eingetreten ist, was vielleicht nur eintreten oder was eigentlich kaum eintritt, aber eintreten kann, dann habe ich meistens irgendwo eine Lösung parat gehabt und das gibt dann gewisse Sicherheit. Und wenn man zum Rennen kommt, dass das nicht einfach ist, das muss man auch zulassen aus meiner Sicht. Man ist nervös, aber das ist ja auch gut so. Nervosität ist gut, das macht dann aufmerksam, das hat zumindest mein Körper gezeigt, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt musst du Leistung abrufen und jetzt zählt. Und dann habe ich funktioniert meistens. Und nicht immer logischerweise, aber meistens. Und wenn es Probleme habe, habe ich wirklich ganz ehrlich, bin ich mir reingegangen, was war das Problem, habe mit meinen Leuten gesprochen, die haben mir vielleicht Tipps gegeben. Und wir haben Lösungen gefunden im Normalfall. Und das, sage ich mal, ja, hat man, glaube ich, auch gesehen, ja. Also sich zu sortieren, sich vorbereitet zu haben, sich eingestellt, Lösungen parat zu haben, Rückfalloptionen. Ich habe eine Frage hereinbekommen von einer Karin Geisler. Sie ist MCI, glaube ich, Studentin in Stockholm derzeit, jedenfalls schreibt sie. Und die Frage ist, Benni, was würdest du heute anders machen, wenn es was gibt? Ja, es ist gut, in dem Moment, wo man mit dem Wissen, das wir in dem Moment gehabt haben, wo wir es entschieden haben, haben wir, glaube ich, sehr, sehr häufig sehr gut entschieden. Ich würde, sage mal, ich habe ganz am Anfang erwähnt, beispielsweise mit 18 einen Bandscheibenvorfall gehabt. Vorher ein bisschen was falsch gelaufen. Mit dem von heute würde ich das Training, wie glaube ich bei einer der ersten schon ein bisschen anklingen, Leute, das Training in meiner Jugend oder sogar noch Schülerbereich, also 13, 14, 12, 13, 14, vielleicht schon ein bisschen ein, vor allem ein Rumpftraining machen, weil Rumpf, also Bauch, Rücken, die sind ab und zu aufeinander. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo muss beispielsweise das Becken und das zu halten kann. Das ist ja das Um und Auf. Und da braucht man die Muskulatur. Da würde ich sicher was ändern in diesem Training. Ich bin sehr viel gefahren, vor allem sehr stark in diesen Jahren. Und ich glaube, Skifahren war zu gut. Meine körperlichen Voraussetzungen, das war das Problem. Da würde ich sicher schauen, dass ich mich da besser aufstelle. Das wäre auch möglich, da bin ich sicher. Da gibt es ja etwas, was man immer wieder gerade auch von sehr erfahrenen Persönlichkeiten, die es ganz weit gebracht haben, hört. Ja, was würden Sie bedauern oder welche Fehler würden Sie im Nachhinein, also was Sie als Fehler ansehen? Und da hört man immer wieder von manchen natürlich Fehler, die tun einem leid und die würde man versuchen, wenn man noch einmal die Möglichkeit hätte, die Dinge anders zu machen. Aber immer wieder hört man, was Menschen am meisten bedauern, ist das, was sie nicht gemacht haben. Nicht so sehr die Fehler, klar,
sondern das, was sie nicht gemacht haben, weil sie sich nicht getraut haben, weil sie nicht den Mut gehabt haben, weil sie es nicht erkannt haben oder was immer. Wie würdest du das sehen? Ja, das, da könnte ich auch eine schöne Geschichte oder Begebenheit erzählen, wo ich etwas nicht gemacht, nicht erkannt habe. Wir haben, das war im Jahr 1999, da wo ich meinen ersten Weltcup gewonnen habe, das war dieser Schmetter auch ein bisschen lang. Im Jahr haben wir Material getestet, da waren schon so ein bisschen die Gebiete. Weil es aufrecht waren 30, 30 cm kürzer und viel mehr verliert. Komplett anders, wir sind wieder schön verloren und ich habe die letzte drei Rollen, kann ich mich noch gut erinnern, wir sind da drauf und hat uns jetzt auf den Bauch gehauen. Da geht, springt man sozusagen mit Katapultstart raus und durch das, dass es so viel kürzer war, haben wir keinen Gegendruck gehabt und wir sind ja wirklich fast am Bauch geflogen und das ist auch passiert. Wir haben eigentlich so im Nachhinein gesehen, gespürt, dass das Sinn machen würde, das weiter zu verfolgen. Wir haben es leider nicht erkannt. Wir haben es nicht erkannt und wir haben uns auch nicht getraut. Weil eigentlich haben wir es schon gespürt, wir Athleten, aber die ganzen Menschen drumherum haben gesagt, funktioniert vielleicht da ganz gut, aber Weltcup, eisige Piste, funktioniert nicht. Wir hätten müssen dranbleiben, suchen, das weiterentwickeln, weil es war natürlich entwickelt, es war einfach irgendwas und das war schon fast besser wie das andere, das man schon über Jahre entwickelt hat. Aber da sieht man, das haben wir versäumt, weil sonst wären wir die Ersten gewesen und wären wir, sage ich mal, vielleicht im Jahr 2000, wo ich nicht ganz so gut war, vor allem im Slalom, Vorreiter gewesen. So waren es halt andere, die dann irgendwann Mitte des Jahres gekommen sind und gestanden haben, richtig einzusetzen. Es war auch interessant und das ist halt auch meistens, wir waren schon im Weltcup, zwar auch noch jung, aber da ist man schon sehr, ja, und hat halt das Gefühl, und da gibt es eigentlich beispielsweise der Mario Mart, der ein bisschen jünger, es war nur ein Jahr, wie ich im Europacup Nachwuchsbereich noch tätig. Der hat uns auch gezeigt, dass das eigentlich viel funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass die Technik noch hält. Bitte um Nachsicht noch einmal für die Audioaussätze, die wir immer wieder leider haben. Ich stelle eine letzte Frage auch, weil wir 18 Uhr haben, wenn ich die Frage noch stellen darf. Penny, wir haben ja viele junge Menschen, die heute zuhören, zusehen. Gibt es etwas, was du so allgemein jungen Menschen empfehlen würdest? Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Situation, oder? Das ist schwierig, das ist eine verlorene Generation, die Corona-Generation im Homeschooling sein und so weiter. Ich glaube, es ist keiner verloren und ich glaube, wenn man 3-4 Wochen im Homeschooling wird man Sachen lernen, die man halt, wenn man in der Schule jeden Tag sitzt, ich nicht lernen würde. Also ich sehe das bei meinem Neffen, der kann jetzt noch aber besser umgehen, als wahrscheinlich, wenn er 3 Jahre in der Schule gewesen wäre. Also der hat da sicher sehr, sehr viel schon gelernt. Und das, also man soll sich einmal nichts einreden lassen, man soll was Gutes bringen in die Hand. Ich glaube, man muss einfach auch Eigeninitiative ergreifen. Wir müssen zusammenstehen, das ist klar, nicht egoistisch sein. Auch das ist jetzt gerade in dieser Situation, glaube ich, nötig. Wenn man egoistisch ist, das könnte man ja meinen, als Skifahrer hat man nur ein Ziel, dass man sich noch vorbringt. Gerade in der Situation, Corona-Situation, denke ich, muss man irgendwie nur das Gemeinsame sehen, man muss es gemeinschaftlich lösen, nur so kann man das lesen, auch auf andere schauen. Und ja, man muss letztendlich, wenn man weiterkommen will, wie gesagt, initiativ sein, aber auch Begeisterung haben. Aber auch Begeisterung würde ich fast sagen, ist das Wichtigste. Wenn man nichts tat, dann wird man irgendwo anfangen, vielleicht, wenn man jetzt von einem Studium rauskommt, kann man schon vor, das habe ich
was studiert. Ich stelle mir vor, ich möchte genau in diesem Job sein. Ich möchte es vielleicht genau in Innsbruck machen und möchte auch noch diese Bezahlung haben. Schwierig vielleicht. Vielleicht einfach einmal irgendwo anfangen, zeigen, dass man was kann. Vielleicht irgendwo in einem Bereich, auf einer Ebene, wo man vielleicht gar nicht unbedingt sich sieht. Aber wenn man irgendwo auch die einfachen Aufgaben gut meistert, dann kann man schon. Und dann wird man sich aufarbeiten, da bin ich überzeugt. Begeisterung haben, dann wird dann nichts passieren, dann wird man nicht auf die Uhr schauen, ob jetzt der Tag jetzt 8 Stunden oder 10 Stunden dauert hat. Also ich habe das alles aufgezeichnet, ich könnte alles hervorholen, was ich in meinem Leben an Training und so weiter gemacht habe und auch an Entwicklungsarbeit. Aber wir haben in dem Moment nie auf die Uhr geschaut, weil wir haben immer das mit Begeisterung gemacht und mit Akribie auch gemacht und Gott sei Dank nicht nur ich, sondern mein ganzes Team, meine Familie, mein ganzes Team. Und das macht dann Spaß und dann passiert das und das wird zum Erfolg führen, bin ich überzeugt. Ich schaffe das. Vielen, vielen Dank, lieber Benny Reich. Jetzt würde ich wirklich ganz zum Schluss noch einmal Danke zu dir sagen. Aber wenn du mir noch ein paar Minuten gibst, zum einen für die kleine Veranstaltungsvorschau und dann hätte ich einen speziellen Gast, den ich da noch kurz zu mir bitten darf. Jetzt die Veranstaltungsvorschau. Wir gehen jetzt in Richtung Weihnachten. Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Studierende, Alumni und so weiter des MCI, Leserinnen und Leser der Tiroler Tageszeitung, liebe Freunde, ich wünsche Ihnen im Namen der Unternehmerischen Hochschule einen schönen Advent. Ich hoffe, dass Sie endlich auch nach all dem Trubel, den wir heuer erfahren haben, nach vielen schwierigen Dingen auch zu sich finden können, dass sie sich um ihre Lieben kümmern können. Wir hoffen, dass dort, wo sie Schwierigkeiten gehabt haben, dass Zuversicht einkehrt, dass wie sie Zuversicht schöpfen und wünsche ihnen, weil das heute die letzte Live-Talk-Veranstaltung ist, die wir machen, jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Und im neuen Jahr haben wir ein spannendes Programm. Ich darf nur ganz kurz anführen, zum Beispiel, abgesehen von dem, was wir uns an der Hochschule vorgenommen haben, haben wir bereits am 12. Januar um 17 Uhr online eine ganz spannende Persönlichkeit. Es ist ein Auslandsösterreicher, der in Abu Dhabi sitzt und dort der Chefstratege des größten Staatsfonds ist oder des Staatsfonds von Abu Dhabi. Natürlich, wenn man so will, Öl und Gas gespeist, insbesondere Öl gespeist. Karl Rose wird zu uns sprechen, Klimawandel und Energie, wohin geht die globale Entwicklung. Am 19. Januar haben wir jemanden wieder aus dem Sportbereich, aber interessant, Benny, mal ein völlig anderes Metier. Die Viktoria Schnaderbeck ist Kapitänin der österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft. Sie ist Fußballprofi beim FC Arsenal und wird sprechen, wie es einem geht vom Nobody zum internationalen Fußballstar, was man da alles erlebt und was auf einen zukommt. Und am 26. Jänner haben wir jemanden, der durch eine enorm gebeutelte Branche gegangen ist. Stefan Pichler war Vorstand, Globalvorstand bei der Lufthansa, bei Thomas Cook, bei Fiji Airways und so weiter, war Vorstandsvorsitzender bei Air Berlin. Sie können sich vorstellen, was da alles los war. Und ganz zum Schluss, bis vor kurzem, Chief Executive bei Royal Jordanien. Er wird etwas zum Thema Luftfahrt Airlines im Überlebenskampf sagen. Das zum einen in der kleinen Vorschau. Jetzt habe ich Ihnen etwas angekündigt, einen Gast. Der Gast weiß nicht, dass er angekündigt wird, er ist aber im Raum. Und jetzt darf ich unsere liebe Bettina Stichauner bitten. Bettina Stichauner hat jetzt fast 500 derartiger Vortragsveranstaltungen, Distinguished Guest Lectures gemacht. Wir machen diese Veranstaltungen in aller Regel live on campus. Jetzt machen wir sie live als Live-Talk. Ich möchte, auch wenn du noch dabei bist, Benny, unsere Bettina daher bitten, möchte gerne den Stuhl freimachen bzw. einen weiteren nehmen und ihr im Namen der Hochschule einen Strauß Blumen überreichen und ganz groß Danke sagen für alles. She is the one.
Bettina. Lass dich anschauen. Das ist sie. Vielen, vielen Dank, Andreas. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie genauso viel Spaß an dieser Vortragsreihe haben wie wir selber. Aber ich darf jetzt auch diesen Moment nützen und Kolleginnen und Kollegen danken, die gemeinsam mit mir diese Vortragsreihe möglich machen. Hier auch im Raum anwesend Nicoletta, Markus, Tanja. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke auch an das Marketing-Team und allen voran natürlich auch dir, Andreas. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Adventszeit. Freuen Sie sich auf 2021. Es geht genauso spannend und abwechslungsreich weiter. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Das sieht man. Sie ist der Profi. Alles Gute. Danke fürs Dasein. Danke. Und dir, Benni, danke noch einmal. Du hast einen unglaublichen Abend uns geschenkt. Du hast uns Einblick gewährt, auch in etwas sehr Vertrauensvolles, sehr, wenn man so will, Intimes, also in dein privates Denken, in dein Leben, in dein Fühlen. Und das ist etwas ganz Besonderes, was wir sehr zu schätzen wünschen. Dir, lieber Benni, großes Danke dafür. Dir alles Gute und jetzt auch dir und deiner Familie einen schönen Advent und alles Gute für Weihnachten. Alles Gute, danke. Danke, das wünschen natürlich auch euch zwei und den Zuhörern, Zusehern, muss man sagen, alles Gute und ciao. Danke, ciao. Hört euch, danke.